André und Hündin Franja gehen nicht einfach nur Gassi. Sie sind auf der Jagd. Mitten in Hamburg. Kein eindeutiges Zeichen, dass da was drin ist, aber wir probieren das. Man sollte sich mal überlegen, dass Hamburg eigentlich ein Dschungel ist. Wir haben hier alles. Wir haben Rehwild mitten in Hamburg, wir haben den Marderhund, wir haben Kaninchen, wir haben Hasen, wir haben den Uhu, wir haben Habichte, wir haben Bussarde, Sperber. Es ist eigentlich artenreicher als in manch aufgeräumter Natur draußen. André erhält seine Aufträge, wie hier von Privatleuten, aber auch von der Stadt. Seine Hauptaufgabe ist die Schadensabwehr. Am Alster Wanderweg Winterhude gibt es Kaninchenbauten, die gehen mitten unter dem Wanderweg durch. Auf Spielplätzen sind Kaninchen auch sehr häufig. Wenn man da einbricht, gab es schon Knochenbrüche. Das gab es wirklich. Und um das zu vermeiden oder Einsturzgefahr von Treppen, Stufen, öffentliche Wege, frettieren wir Kaninchen und nehmen sie dort. Franjas Aufgabe ist es, André anzuzeigen, in welchem Bau sich Kaninchen befinden. Die grünen Drahtkäfige sind vorne und hinten mit einer Klappe, die durch die Schwerkraft runtergedrückt wird, versehen. Man steckt die einfach in die Ein- oder Ausgänge. Dann lässt man das Frettchen einschleifen. Das hat einen sehr starken Geruch und die Kaninchen wissen, da ist ein bisschen Gefahr verbunden und rennen dann raus. Warum ist man Jäger geworden? Eigentlich wollte ich Falkner werden. Wenn man Falkner werden will, muss man erstmal Jäger werden. Wenn man Revier haben will, muss man halt gucken, wo man Revier kriegt. Und dafür ist ein Stadtjagdrevier wunderbar, dass man auch mit dem Habicht jagen kann. Heute gibt es keinen Einsatz für den Habicht. Für die Jagd in hohem Gras benötigt André lediglich die Hilfe seiner Hündin. Er umspannt den Bereich mit einem Langnetz und lässt Franja stöbern. Hat sie Witterung aufgenommen, gibt sie sogenannte Spurlaute von sich. Ich verwerte 100% vom Kaninchen. Besseres Biofleisch gibt es nicht. Der Kopf ist ja noch für meinen Habicht. Der frisst den auch komplett auf. Hey. So, ich würde sagen, wir packen ein. Hier ist nichts mehr drin.